Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest-Video mit mir, den alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch haben wir wieder Flaschenbier. Ne, hatten wir die ganze Zeit Dosen jetzt gehabt die letzte Zeit, jetzt haben wir wieder Flaschenbier hier. Und zwar Edelhopfen extra. Premium-Pilz hat 4,8% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz und Hopfen ist drin und kommt aus Bayern. Genau, aus Bayreuth. Und die alten Bayern. Was haben wir denn da für ein Bier? Ich weiß noch nicht mal, wo ich es her habe. Aber es ist interessant, was da drauf steht, Freunde. Energie reduziert. Und zwar, was ist das? Ja, die Gebrüder Meißels, die haben sich da was einfallen lassen. Die haben nicht gesagt, okay, das ist jetzt kohlenhydratearm. Ja, und Kritiker und böse Zungen, die sagen, es ist dadurch auch geschmacksarm. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getrunken. Ist für mich erstmalig jetzt also auch eine Premiere, energiereduziertes Bier zu trinken, aber auch hier Edelhopfen extra zu trinken, Premium-Pilsner. Ich bin verdammt gespannt. Bayerische Biere, da wissen wir eigentlich, die schmecken mir immer recht gut. Machen wir mal auf. Gucken wir mal, was uns erwartet. Die Kapsel riecht erstmal nicht, ist aber schön bedruckt. Edelhopfen steht auch erstmal da drauf. So. Schauen wir mal an hier. Also, Entspannungsverdampfung haben wir auf jeden Fall schon mal in der Flasche drin. Kommt ordentlich heraus. So, Glas frisch ausgespült. Lassen wir mal laufen. So. Na, das ist aber hell hier, okay. Kriegen wir ein Blümchen hin? Ich glaube schon. Boah, bescheiden. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert, ob ich hier Leitungswasser oder Bier hier drin habe. Von der Optik zumindest. Will ja noch nicht zu kritisch sein, ich kenne es ja noch nicht. Nee, wir wollen ja da objektiv rangehen. Was haben wir denn da erstmal? Naja, ich würde sagen, haben wir erstmal ein Bier. Auch wenn es sich nicht wirklich als Bier schon fast ein bisschen zu hell, aber wir wollen mal nicht zu kritisch sein. Blume haben wir, obwohl ich recht ruppig eingeschenkt habe, ein Finger breit, also eher ein bisschen weniger, schneller Zerfall, linear, fein bis mittelporig. Mittlere Konzentration von Luftbläschen bleibt nicht an der Glaswand haften. Das heißt, die Blume besitzt nicht sehr viele Proteine. Das hätte ich jetzt eigentlich vom bayerischen Bier ein bisschen mehr erwartet. Ja, und jetzt kommen wir mal hier zu der Färbung. Und nun muss ich sagen, ist schon der erste Kritikpunkt, den ich hier habe und auf der anderen Seite vielleicht auch ganz interessant finde. Und zwar, es sieht sehr verwässert aus. Also es ist wirklich so, wenn ich mir da an ein Pilzbier denke, ist das auf gar keinen Fall eine klassische Pilzfarbe. Das Ganze geht hier wirklich eher in extrem hellgelb rein. Also wirklich filtriert, ganz klar, sieht eher wässrig aus, als stellt euch ein Pilzbier vor, das macht da bis zur Hälfte voll und die andere Hälfte kippt da Leitungswasser rein. So in etwa sieht das aus von der Färbung. Also extrem hell, sogar noch heller als ein helles. Wie gesagt, fast Leitungswasser mit einer Trübung, so würde man das am besten beschreiben können. So, Blumenteppich hat sich jetzt gesetzt, keine Risse, keine Löcher, keine kleinen Inselchen, wird auch teilweise nachgebildet durch die eher minimal aufsteigende Kohlensäure. Also auch Spritzigkeit scheint hier nicht wirklich vorhanden zu sein, was die Kohlensäure angeht. Also insgesamt das Ganze sehr, sehr mild, so wie das von der Optik aussieht. Ich muss sagen, einerseits finde ich es interessant, ein fast klares Bier rauszubringen, weil ich will jetzt nicht sagen durchsichtig, es ist zwar durchsichtig, aber es ist halt nicht klar, also nicht transparent wie Leitungswasser. Es ist noch eine Färbung mit drin, wäre das jetzt tatsächlich komplett klar wie Leitungswasser, hätte ich vielleicht sogar höher bewertet. So bleibt mir nichts anderes übrig, ich finde es sieht jetzt nicht sonderlich spannend, auch nicht attraktiv aus oder so, deswegen ganz klar unterm Durchschnitt, ich gebe hier 2 von möglichen 10 Punkte für die Ästhetik. Wenn es nicht extra so aussehen sollte mit Absicht, dann würde ich fast sagen, okay, mit dem Bier stimmt was nicht. Dann hätte ich es vielleicht erstmal dem Wirt zurückgegeben, um zu fragen, ob da alles mit in Ordnung ist. Weil das ist ein bisschen sehr merkwürdig. Naja, machen wir mal anschnuppern. Mhm. Ja, also man kann tatsächlich eine leichte Getreidenuance wahrnehmen, die steigt einen so ein wenig in die Nasenflügel auf. Hopfenherbe oder generell irgendwas vom Hopfen merke ich hier gar nichts, trotz einer verstopften Erkältungsnase, wie wir ja momentan wissen. Aber da ist wesentlich mehr drin für ein Pilzbier. Also auch das schnuppert alles andere als nach einem Pilzbier. Also auch hier eher lasch, zurückhaltend, mild gehalten. Okay, so würde ich sagen, machen wir einen Andruck. Schauen wir mal, was wir da jetzt im Glas haben, ihr Lieben. Wisst mal Bescheid, ne? Auf euch, auf das Bier und auf den Genuss hoffentlich. Antrunk.
Trinktemperatur liegt bei 6 Grad. Okay. So mild wie das Bier ausschaut und duftet, so schmeckt es zum Glück nicht, also zumindest im Antrunk. Also wir haben hier durchaus wahrnehmbare Komponenten, Aromenkomponenten vorhanden, die sich auch bemerkbar machen. Wir haben mittelweiches Brauwasser, was jetzt nicht zu samtig ist, aber auch nicht zu hart ist, dass es kratzen tut. Soweit ist der Mundraum gut ausgehöhlt mit dem Bier und auch die Eigenschaft des Bieres schafft es, den Mundraum auf die Aromen, die im Bier stecken, vorzubereiten. Sprich, Backeninnenwände sind auf jeden Fall benetzt und auch die Zunge, das sind die zwei Hauptfaktoren, die wichtig sind, dass sich dort schön die Aromen niedersetzen können. Ja. Es schmeckt interessant. Also wir haben hier im Antrunk auf jeden Fall tatsächlich sogar eine Spritzigkeit drin, die ich so nicht erwartet hätte. Also das Bier ist tatsächlich spritzig, wird dadurch auch gleichzeitig ein bisschen dynamisch. Ist eigentlich ein schönes Sommerbierchen, wo man sagen könnte, für einen Biergarten durchaus tauglich. Das kann ich jetzt schon tatsächlich schon alleine schon vom Antrunk heraus finden. Alleine nur, wie gesagt, durch diese Eigenschaften, die es halt besitzt. Und vom Geschmack, wir haben es hier tatsächlich mit einem Pilz zu tun. Diese Hopfenherbe, die ist durchaus vorhanden. Es ist schön herb. Es sind auch ein paar Bitterstoffe drin im Nachgang. Das merkt man auch tatsächlich so ein bisschen. Und und dann ist halt noch dieses Fragezeichen da drin beim Antrunk, wo ich jetzt noch meinen dritten Mal machen muss. Wo ich nicht weiß, was das ist. Also die erste Assoziation, die ich hatte, sind extrem viel Mineralien. Rost in diese Richtung, Eisen. Wir waren mal Norditalien oben, Peo heißt der Ort. Da ist so ein Berg halt auch, ne? So Alpen. Wasserhahn drin, so ein Rohr. Und dann hat man dann damals, soll wahnsinnig gesund sein, so eine Heilquelle. Dann hat man da seine Flaschen dann da runtergehalten und hat man das getrunken. Man dachte, man trinkt Leitungswasser und dann war das so richtig so, wow, was ist denn das? So total mineralisch, so nach Eisen hat das geschmeckt, so nach Rost. Ich weiß gar nicht, wie man das besser beschreiben sollte, ja. Schon war ich Kind gewesen. Und das erinnert mich da so ein bisschen dran. So eine dezente Mineraliennote, so nach Rost halt, nach Eisen, so ganz merkwürdig halt. Schon fast so, ja nicht wie Medizin, aber, ja Medizin ist es ja, war Bier eigentlich. Wissen wir auch mal eine Sendung drüber machen, ne? Ein bisschen hier, wie gesund Bier eigentlich wirklich ist, ne? So, Xanthoxanol und so eine Geschichten. Naja. Xanthopanol, so. Kommen wir mal zurück zum Bier. Also, wie gesagt, Antrunk ist interessant, das ist spannend. Und was ich noch nennen kann beim Antrunk ist, die Aromen entfalten sich nacheinander. Das finde ich auch gut, das heißt aufbauen, die verlaufen nicht parallel, da lege ich sehr großen Wert drauf. Finde ich schon mal ganz okay. Machen wir mal einen Mittelteil jetzt hier, ich will mal einen größeren Schluck nehmen. Durchaus süffig, also spritzig, will auf jeden Fall getrunken werden, ist ein dynamisches Bier. Ähnlich wie beim Antrunk, haben wir schon festgestellt, ganz klarer Fall. Klassisch eigentlich, wunderbar für den Sommer. Ja, jetzt wo sich der Charakter, der Körper so ein bisschen zeigt, weil das Bier sich einfach auf die Aromen eingelassen hat, der gesamte Mundbereich ist jetzt gut vorbereitet, genug gewesen, sodass wir jetzt sagen können, ja, tatsächlich, es ist ein Pilz. Also der Hopfen, der spielt hier eine große Rolle. Das merkt man tatsächlich auch und ist auch kräftig genug. Was man komischerweise, es ist eine Irritation da. Wenn ich mir das Bier anschaue und wenn ich es rieche, dann ist das alles andere als kräftig. Aber das ist tatsächlich ein kräftiger Bursche hier, der wirklich ordentlich, für ein bayerisches auch vor allen Dingen, ordentlich nach Pilsner Brauart schmeckt. Es ist tatsächlich eher nordischer Qualität. Wo man hier wieder sagen könnte, so klassisches Jever oder so, sind ordentlich Bittereinheiten anscheinend drin. Zumindest kommen die ordentlich zum Vorschein in meiner Wahrnehmung. Finde ich sehr gut. Den Fruchtkörper entdecke ich so in drin im Mittelteil ehrlich gesagt nicht. Wenn dann eher zurückhaltend, ganz klassisch, überreife Apfel, überreife Birne, wieder so in diese Richtung. Ganz klassisch. Alkohol schmeckt man auch nicht raus.
Und der Getreidekörper spielt sekundär eher eine Rolle. Ja, okay, ist solide. Kann man ganz klar sagen, ist solide. Dieser komische Geschmack da drin, der ist ein bisschen irreführend auch. Also es sind schon zwei Sachen, die irreführend sind. Deswegen schwierige Nummer hier, dieser Edelhopfen. Ist das wirklich Edelhopfen? Na, Abstecher nach Sylt machen noch vorher. Champagnerhefe. Nee, das machen wir mal nicht, ne? Hatten wir ja neuer gehabt. Machen wir eben mal kurz nochmal einen Abgang klar hier. Ja, und hinteres Schluckverhalten ist soweit auch okay. Durchschnitt. Also ist jetzt nicht kratzig, eher ein bisschen samtig tatsächlich. Das, was hochkommt, ist dann auch eher so diese, ja, so ein leichter Säure, ein leichter Säureanteil, sage ich mal. Der kommt aber ganz klar vom Hopfen her. Der verbindet sich da mit dem Speichelnachfluss und ist soweit auch solide, also auch nichts Spezielles. Gut, fassen wir zusammen. Edelhopfen extra aus Bayern. Energiereduziertes Bier, also kohlenhydratreduziert. Ja, zwei Sachen, die unstimmig sind, weil sie einfach merkwürdig in Erscheinung treten. Und ich finde, das Gesamtkonzept Bier muss einfach passen. Und hier haben wir halt das Problem, ist einmal die Optik. Finde ich persönlich jetzt nicht sehr ästhetisch, also nicht ästhetisch von der Optik her. Ein bisschen so, ein bisschen merkwürdig für einen Pilz. Im Geruch auch absolut geruchsneutral, eigentlich schon fast viel zu schwach ausgeprägt für einen Pilzbier. Blume fast gar nicht vorhanden, aber es zählt ja mit zu der Ästhetik hin. Deswegen da eher ein bisschen ja, negativ eingestellt. Was dann positiv ist, ist der Antrunk, den ich sehr schön finde. Man entdeckt sehr viel in dem Bier. Es sind aber auch so die traditionellen Sachen, die man auch erwartet, wofür es bestimmt ist. Finde ich sehr schön. Im Mittelteil festigt sich das Ganze im Körper und im Charakter selbst. Das heißt also, wir haben es hier mit einem ganz soliden und ehrlichen Pilzbier zu tun, was ganz klar das Rampenlicht, den Fokus auf den Hopfen setzt, finde ich gut. Und sekundär im Hintergrund, recht linear, merkt man dann auch nochmal den Malzkörper bzw. das Getreidefeld, wo ich immer sage. Das passt ganz gut von der Feinabstimmung her. Der zweite große Punkt, der zur Irritation führt, ist ganz klar dieser Mineralienkörper, der da drin ist. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass das jetzt hier energiereduziert ist oder was. Wenn man Energie raussaugt, dann bleibt Mineralien übrig oder wie? Keine Ahnung. Also es schmeckt wirklich so ein bisschen rostig, so ein bisschen nach Eisen halt. So in diese Richtung geht das halt so. Ne? Magnesium oder was? Keine Ahnung. Ich kann das nicht so richtig zuordnen, nur es erinnert mich halt an Peo, Norditalien oben, da wo wir mal dieses Bergwasser da getrunken haben. Ne? Vielleicht liegt das sogar am Wasser, ich weiß das jetzt nicht. Keine Ahnung. Bayern, Norditalien ist ja nicht weit entfernt. Puh, keine Ahnung. Ist das jetzt störend oder ist es nicht störend? Ich sag mal so, also für ein Pilzbier ist es ein bisschen exotisch. Das ist exotisch. Für einen Pilz ist es krass. Also das gehört eigentlich normalerweise nicht rein. Aber es ist nicht unangenehm. Es passt eigentlich ganz gut mit dem Hopfen zusammen. Ja, bewerten wir mal das Ganze. Ist ein guter Durchschnitt. Ist ein Durchschnitt, ganz klar, macht man nichts falsch mit. Wenn wir jetzt mal ein paar Abstriche machen, ja komm, machen wir drei draus. Drei von möglichen 5/6 Punkten ist es mir wert, der Edelhopfen hier. Und ja, ob ich es ein zweites Mal reinstellen würde, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich würde ich dann doch eher zu einem anderen tendieren. Aber es ist interessant, mal getrunken zu haben. Sollte man mal machen. Damit ist der Biersüffler da draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Biertest-Video. Ciao, euer Biersüffler.